So, das heißt also, ich muss hier mal diesen Sprung wagen. Der Sprung könnte auch funktionieren. Ja. Oh. Hey. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One Level, One Subscriber Level per Day. One Block Jump von Peter Bauer. You have to jump to block to block. Nee, from block to block heißt es doch eigentlich, oder? Have you fun? What? 5 erfolgreiche von 25 Versuchen gab es. 20% ist die Abschlussrate. Perfekt. Und 6 Leute haben es gespielt. Ein Herz hat es bekommen. Einer hat es nicht geschafft. Okay, gut. Ich will der Sechste sein, der es schafft. So. Block to block. Da wollte ich zu viel. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich muss es probieren. Was? Nur so ein Level? Okay, Peter, also, das war ein sehr kurzes Level. Muss ich ja sagen. Also, kann ich jetzt hier mal ein bisschen versuchen zu sterben. Ja. In 7 Sekunden. Respekt. 7 Sekunden. So, das heißt also, ich muss hier mal diesen Sprung wagen. Der Sprung könnte auch funktionieren. Der Sprung könnte funktionieren, wenn man den richtig genau timet. Gut, ich sehe jetzt gerade die Abschlussrate sowas von den Keller, aber egal. Wie ich die Kante noch mitgenommen habe. Habt ihr das gesehen? Du. In 7 noch was Sekunden. Okay, 8 Sekunden, aber trotzdem. Respekt. Respekt. Also klar, der Raphael, der kommt dann wieder und sagt dann, ja, komm. Hier, hold my beer. Ich mach das mal eben. Aber er kann hier keinen Corner Boost nehmen. Nicht so wie ich. Grrr. Respekt echt an denjenigen, der das wieder so geschafft hat. Also, auch in dem Augenblick an Raphael schon mal Respekt, dass er das dann auch schaffen wird. Es ist möglich, das weiß ich. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Damit gebe ich mich zufrieden. Das war ein guter Run. Das war in Ordnung. Ja, damit gebe ich mich zufrieden. Ja, also das ist so meine Leistung. Aber jetzt geht es ja immer so, die Leute wollen wissen, Herz oder kein Herz. Es waren jetzt halt einfach nur ein Level, was jetzt keine, ich sag jetzt mal, große Herausforderung ist. Klar, es wird wahrscheinlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf dem Niveau normal bis schwer landen, irgendwo dazwischen, wird wahrscheinlich erstmal dann aufgrund der ganzen Speedrunner bei schwer landen.
Aber was immer wichtig ist, Leute, ihr müsst immer eins überlegen, und das möchte ich jetzt einfach mal hier mitgeben, weil ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe. Wenn ihr ein Level baut, denkt immer an die Endlos-Herausforderung. Der Spieler, er kommt rein in das Level. Und wenn ihr schon so ein einfaches Level habt, das vielleicht für den einen oder anderen simpel ist, für den anderen schwer, baut am Ende irgendwo 3 One-Ups ein. Ja, baut einen Gegner in so einen Kasten rein oder mehrere Gegner, mehrere Mancher, und dann, wenn er durch das Ziel springt, zack, bekommt er 3 Leben als Geschenk. Ja, immer so ein bisschen denken, damit könnt ihr dann den Leuten einen Gefallen tun, gerade wo es diese Herausforderungen gibt in Form von No-Skip oder was auch immer. Ja, dann tut ihr den Leuten einen Gefallen. Und auch in euren Superwelten tut ihr den Menschen dann einen Gefallen, wenn ihr es genau auf beispielsweise 3 Leben absetzen wollt. Oder wenn ihr sagt, okay, gut, wenn er das Level jetzt spielt, dann kriegt er 20 Leben, dann müsst ihr halt natürlich auch so viele Mancher hinsetzen. Ich glaube, das sind dann 28 Mancher, 27 Mancher, irgendwie sowas in dem Dreh. Müsst ihr mal austesten. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal, und ich bin euer Trautrein. Tschüss.